mistake. Said maybe if you asked me yesterday, I would handle this shit differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. Hallo meine Lieben, Lili hier. Eine zweifache Mama, die in Deutschland lebt, wohnt. Ich bin eine gebürtige Kenianerin. Ich bin zurzeit in Elternzeit. Und ich habe mir gedacht, warum nicht irgendwas machen, was mir Spaß macht, was mein Deutsch irgendwie verbessern wird. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich verlerne langsam die deutsche Sprache. Und ich habe mir gedacht, ich mache meinen YouTube-Kanal auf Deutsch und schaue einfach, wie es weitergeht. Und ich glaube, wenn ich jeden Tag Deutsch reden müssen oder soll oder möchte, wird mein Deutsch besser. Tut mir leid, wenn ich irgendwie verlangsamt vorkomme. Ich glaube, ich denke meistens auf Swahili, dann auf Englisch und dann auf Deutsch. So, verzeiht mir, wenn es zu langsam für euch ist. So, ich hoffe, das wird mir nicht so schwer fallen. Geradeaus? Aber sind wir Prosi? Ja. Nein? So has the couple from Erzbischofstum to Königreich.
So, ich habe gerade mein Gesicht gewaschen und ich sehe schon einen Unterschied. Zum Beispiel meine Poren sind kleiner geworden und was noch? Mein Gesicht ist etwas geschmeidiger geworden. Also, dieses Heilerde vom DM wirkt richtig, richtig gut. Man sieht ja mein Eczema. Vor 2 Wochen habe ich Eczema Ausdruck bekommen. Ich weiß nicht warum, woher, wieso. Jetzt werde ich mir ein Glycerin im Gesicht tun. Ich habe keinen richtigen teuren Morning Routine per se. So, ich nehme mir immer was ganz Einfaches. Ich habe das hier von DM und das funktioniert sehr gut bei mir. Ihr könnt schon sehen, ich habe seit ein paar Wochen benutzt, ein paar Monate schon, glaube ich. Ich nehme immer so wenig, schmiere ich in die Hände und nicht Hals und Dekolleté vergessen, sonst wird nicht zusammenpassen. Ja, das ist die, was ich mir genommen habe. Ich habe ungefähr 20 Minuten drauf gelassen und danach habe ich halt weggewaschen. Ja. Meine Schwester serviert sich jetzt gerade. Das ist ihr aller Lieblingsessen von meinem Mann. Hast du was zu sagen? Ich kann nicht warten zu essen. Ja. Guten Appetit. Sure, I understand it, but everything seems brighter now than before. I don't know why I feel this way, but every time I hear your name, all my worries disappear, yeah. It's all because of you. Cause I don't wear my heart up on my sleeve, yeah. I don't know if you feel the same, but every time I hear your name, my worries disappear. It's all because of you. Wir verabschieden uns jetzt. Meine Schwester fährt weg. So, die fahren jetzt weg. Wir stehen hier vorm Fenster, damit wir uns verabschieden können. Es war eine tolle Zeit. Es war sehr schön. Wir haben es genossen. Seit den ersten Tag, wo die hier angekommen sind, wir haben einen Blast. Es war richtig nice. So, wir sind dann jetzt dran,
zu denen zu fahren, aber nicht jetzt oder morgen im Sommer. Yay! Im Sommer gehen wir den, fahren wir den besuchen. Oh, die fahren jetzt weg. Glaube ich. Ich habe gestern Abend Kuchen bzw. Muffins versucht zu backen. Es war ein Flop, weil das Rezept hat gemeint, ich soll eine Päckchen Backpulver machen, reintun. Die Muffins schauen richtig gut aus, aber ich hab so einen Backpulver nach Geschmack. Das heißt, ich werde das hier einfach wegtun, weil schau, die sind immer noch da, nicht gegessen. Flop, 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 flop. Ja, meine Lieben, wir sind Ende dieses Videos gekommen. Und bitte sagt mir, welche Art von Content ihr sehen wollt. Ob es Putz-Vlogs, Kochen-Vlogs, Reden-Vlogs, DM-Hauls, Aldi-Hauls, egal was. Sagt mir und ich mag's für euch. Und ja, meine Lieben, my lovelies, bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch. Tschüss, tschüss.